Mein Name ist Josephine Paul und ich bin die sportpolitische Sprecherin der Grünen Landtagsfraktion. Und was habe ich beim Sport gelernt? Naja, zum einen, dass nicht jeder Ball immer drin sein muss. Und zum anderen, als Fußballerin habe ich gelernt, mich auch als Frau in einer Männerdomäne durchzusetzen. Das hilft mir auch in der Politik, denn genauso wie im Fußball ist die Politik durchaus ein sehr männerdominierter Bereich. Aber ich glaube, der Sport kann vielen Mädchen dabei helfen, sich durchzusetzen, zu lernen, auch mal Selbstvertrauen zu gewinnen und Selbstwirksamkeitserfahrungen zu machen. Und deshalb würde ich mich freuen, wenn viele Mädchen Fußball, aber auch viele andere Sportarten ausprobieren, für sich entdecken und dort lernen, was sie alles zu leisten imstande sind. Ja, hallo, ich bin Dagmar Hanses und ich bin die jugendpolitische Sprecherin der Grünen Landtagsfraktion in NRW. Ja, und wenn ihr mich fragt, was habe ich beim Sport gelernt, dann gibt es ganz viel, was ich da aufzählen könnte. Selbstverständlich durchzuhalten, das kann ich hier gut gebrauchen, wenn es mal länger dauert, nicht so schnell aufzugeben, auch nach Niederlagen aufzustehen und weiterzumachen, in einem bunten Team zu arbeiten, auf ein gemeinsames Ziel hin. Das sind so viele Sachen, die man im Sport lernen kann. Und deshalb kann ich sagen, das habe ich beim Sport gelernt. Also ich habe gelernt, dass man beim Fußball lieber nicht Hand spielen sollte. Nicht nur, dass abgepfiffen wird, sondern ich hatte 4 Wochen Gips dann an der Hand. Außerdem macht Fußball unheimlich viel Spaß. Sport ist sehr kreativ. Man muss in Mannschaften zurechtkommen. Man muss führen können. Man muss Niederlagen aushalten können. Und ich glaube, das kann sehr gut vorbereiten. Mir macht es unheimlich viel Spaß, Menschen zu führen. Und das habe ich vom Sport gelernt. Was habe ich durch den Sport gelernt? Ich habe gelernt, wie wichtig Bewegung für meinen Alltag ist. Viele Jahre bin ich morgens mit unserem Hund gejoggt, gewalkt und habe Energie dabei für den Tag getankt. Seit etwa 5 Jahren mache ich Yoga. Ich habe dabei gelernt, Spannung und Entspannung zusammenzubringen, Bewegung mit dem Atem zu begleiten. Und das gibt mir nicht nur eine körperliche Energie, sondern es gibt mir auch eine mentale Kraft. Und die hilft mir, den vielen Anforderungen, die sich uns stellen, immer wieder gut und in Ruhe begegnen zu können. Meistens in Ruhe. Und es gibt ja den alten Spruch, in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. Und dieses Zusammenbringen, Bewegung für den Körper, Energie für den Geist, dabei hat mir Sport geholfen. Ich habe beim Sport durchhalten gelernt. Ich bin seit einigen Jahren leidenschaftlicher Läufer und habe festgestellt, wenn es kalt ist, wenn es regnet und wenn man sich dann trotzdem motiviert, noch 1 Kilometer weiter zu rennen, dann ist das im ersten Moment verdammt anstrengend. Aber wenn man es dann geschafft hat, ist es total schön und total erfüllend. Und das habe ich beim Sport gelernt. Ja, was habe ich vom Sport gelernt? Ich habe vom Sport gelernt, dass ein Team viele Talente braucht, um nach vorne zu kommen. Ich habe früher als junge Frau Damenfußball gespielt, war linke Verteidigerin und konnte ganz gut mich den Stürmerinnen entgegenstellen und denen den Ball abnehmen. Was ich gar nicht konnte, war lange Strecken mit dem Ball laufen. Da hatten wir andere Kolleginnen in der Mannschaft dafür und wir hatten auch eine Kollegin, die besonders die Abseitsregel wusste und uns alle hinausschrie aus dem Abwehrraum. Und diese Erfahrungen habe ich mitgenommen jetzt in der Landtagsfraktion. Ich mache dort Arbeitsmarktpolitik, das ist mein Lieblingsressort. Genauso wichtig finde ich es aber, wenn Fraktionskolleginnen und Kollegen ihre Sicht der Dinge und ihre Meinung mit in den Arbeitskreisen und in die Fraktionssitzung bringen. So kommen wir zu einem differenzierten, durchdachten Ergebnis, das von allen getragen wird. Beim Sport habe ich jemanden kennengelernt, mit dem ich heute immer noch ganz eng befreundet bin und der mich mein Leben lang begleitet, nämlich beim Handball. Beim Handballspielen habe ich ihn hier kennengelernt, den inneren Schweinehund. Weil beim Handball galt es immer wieder darum, auch wenn man nicht mehr konnte, sich nochmal zu überwinden. Die Kolleginnen und Kollegen, das Team hat einen immer motiviert und man ist immer noch ein Stück weiter gekommen. Und das ist einfach eine unglaublich tolle Erfahrung und das motiviert einen so. Und auch hier im Parlament, im Landtag von Nordrhein-Westfalen, brauche ich bei meiner politischen Arbeit immer wieder den inneren Schweinehund, den ich überwinden muss. Sei es morgens, wenn man ins Büro kommt, sei es, wenn man eine frustrierende Sitzung hinter sich hat, sei es, wenn man verhandelt. Und deswegen sind wir beide seit den frühen Jugendtagen unzertrennbar. Und deswegen ist der innere Schweinehund auch ein fester Bestandteil meines Büros.
Ja, schon von den alten Römern ist ja überliefert, dass ein gesunder Geist einen gesunden Körper braucht. Also müssen auch wir Politiker uns fit halten. Ich mache das mit Floorball. Das ist eine schwedische Sportart, die dem Eishockey verwandt ist, aber deutlich fairer ist. Ja, und hier kann ich für die Politik Leidenschaft lernen, das Teamplay praktizieren und natürlich, weil dieser Sport, ich habe es eben schon erwähnt, sehr fair ist, das Fairplay steht im Mittelpunkt. Insofern eine gute Grundlage für die Politik. Und jeden Montagabend bin ich deswegen auch mit meinen Freundinnen und Freunden von der DJK Holzbüttgen beim Training. Gut, ich soll darüber erzählen, was mir der Sport im Leben bringt. Hartnäckigkeit, Geduld, Herausforderungen meistern, auch ab und zu mal gegen den eigenen Widerstand ankämpfen. Das hat mir im Leben immer viel gebracht. Und normalerweise laufe ich, jogge ich also durch den Wald. Aber wenn das gar nicht geht, dann gibt es ja immer noch den Fitnessraum im Landtag.